Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. 18 mm. Checked Aliens. Was haben wir eigentlich hier für eine Waffe? Moment, ach, da kann man auch was machen, benutzen. Aha. Ach, stehen, rennen. Aha. Quatschen. Was sind das, eine PM? Was ist eine PM? Es wäre schon mal super, wenn du dich hier hinter dem Baum versteckst. Ich glaube, das ist schon mal nicht schlecht. Genau. So, da bleibst du. So, Stereo. Ja. Dich würde ich gerne hier ins Gras werfen. Wir dürfen jetzt wieder keinen Blödsinn machen, ne? 48. 60 ist Quatsch. 40 ist super eigentlich. 44 ist auch nicht so schlecht. Ja. Nee, nee, du. Niedrigste Gangart, mein Freund. Niedrigste Gangart. Gut. Meltdown. Ja. Die ist aber auch ein bisschen angekratzt hier, ne? Meltdown. Ja, die ist wieder zu weit zurück, ne? Damit die hier so hinter dem Baum. Das wäre natürlich super, aber die kriege ich nie hier rüber. In der Zeit, ne? Das ist halt das Blöde, ne? Ich kriege die nie in der Zeit da drüber. Das müssten wir dann eben machen in der Zeit. Hm. Wir hätten erstmal jemanden hier rüberbringen sollen, aber... Was auch, werden die jetzt... Nee, hierhin nicht, aber hierhin. Jawohl, kannst noch 12 cm nach vorne nehmen. Ja. So, und Ira? Was macht... Was? Hä? Ach so, der stirbt, ne? Ja, lass ihn sterben. Tut mir jetzt leid. Es tut mir wirklich auch leid, aber... Weil das ist ja schon fast unmenschlich. Aber... Die Meltdown hat keine Munition, ne? Ich mag nicht weiter vor. Ich sag's euch, wie es ist. Ich mag einfach nicht weiter vor. Der hat sich jetzt hinter dem Baum hier. Ira? Wartet mal, Maddie? Yeah. Das ist doch gar nicht so schlecht. Hier 31. Mach mal 35. Verwundet. Gerne. Mist. Aber das kann vielleicht noch Ira machen. Ja. Ich möchte sie nicht... Ich möchte sie, um ehrlich zu sein, nicht zu weit vorbewegen. Jeder nicht. So, ja. Stereoid. Waffe ist leer. Verdammnis der Hölle. Verdammnis der Hölle? Dann machst du doch voll. So, ja. Meltdown können wir wieder nach oben bewegen. Nee, 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 nicht so weit. Bleib mal. Ist mir jetzt egal. Wie viel hast du? 30, ja. Du kommst sowieso nicht nach vorne irgendwie. Aber du hast sowieso keine Patronen mehr, deswegen ist mir das eigentlich...
Oh, er ist wieder aufgestanden. Das ist schlecht. Aber wir haben Ira hier. Das nicht schlecht. Oh, leck mich, die sind alle tot. Was für eine Enttäuschung. Jo. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Wir leben noch. Alle. Das ist der kleinere kommerzielle Flughafen von Arulco. Hier lässt sie dauernd irgendwelche Sachen ein- und ausfliegen. Und einer von ihren Totschlägern überwacht das Ganze. Mann, den würde ich gern totschlagen. So, ich glaube, wir haben den Flughafen in unserer Hand. Also, momentan, sag ich. Haben wir den in unserer Hand? Das ist super Stereoid. Mein Freund, du hast nicht eine Munition hier mehr. Ey, ne, ist das nicht die richtige? Das ist doch eine 5... Hä? Ach nee, du, warte mal, 9 mal 18 ist doch falsch. Du brauchst doch 19 Munition. Also wir haben auch keine 19 mehr. Das sind 18er Munition. Oh, munitionstechnisch sieht es nicht super aus, ne? Was haben wir denn hier? Warte mal, wir schauen mal, was das hier für eine Waffe ist. Ich hab's. Was? Ach, da unten. Ach, du hast eine 18er. Nee, die gib mal die 18er. Geh mal runter zum Meltdown oder rüber vielmehr. So, jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen, ne, hin und her das Ganze machen. Gib mal ihr die Waffe. Und die mal rein. So, und du hast, was hast du hier oben noch drin für Blödsinn? Ach so, 45. Ja, das ist sonst so ein Blödsinn irgendwie. Du mal die hier rein und was weiß ich, hier rein. Und du bekommst jetzt von Stereoid bekommst du 18er Ammunition. Und du bekommst noch mehr 18er Ammunition. Jetzt haben wir ach so, jetzt haben wir 12, 3. Moment mal. Und was ist dann? Ach so, schaut mal hin. Jetzt geht's nach oben hier. Wie viel hast du jetzt da drin? 2. Und hier? 1. Und hier? Hier wissen wir es nicht. Wenn ich jetzt, was weiß ich, hier? Ah, okay. Jetzt haben wir die Patronen so ein bisschen um und rum gefühlt. Was haben wir eigentlich hier? Ach, auch nochmal ein 19er. Wo hatten wir denn nochmal ein 19er? Eine 19er hatten wir doch bei unserem Freund hier, richtig? Ja. So, dann haben wir hier auch nochmal 19er, okay. Das ist in Ordnung. Da hat er wenigstens noch und kann ja auch noch auf seiner Pumpgun, ne? Das müssen wir nicht verwechseln und vergessen. So, wir haben außerdem hier was für Munition. 18er, nee. Nee, mein Freund. Du. Du holst die? Ich hab's. Das ist nett. Du hast die aber jetzt hier hinten rein, ne? Ach nee, das ist nochmal... Hey, schon wieder 19er. Moment. 19er bekommt doch... Ihr hier.
15 Rounds. Genau. Ja, das macht doch fast schon Laune. So, du hast noch mehr 19er. Okay. Dann kriegst du noch 4 Rounds. Was, wie viel lassen jetzt? 15 Rounds. Hat man doch gerade, oder? Naja, was soll's. So, und hier sind 18er, ne? Ne, ach, das ist die 45er. Ja, die 45er, die machen mal, was weiß ich, hier hinten rein. Obwohl es auch Quatsch ist, davon abgesehen. Ach, und jetzt haben wir sie voll, ne? Ne, 3 Rounds. Okay. Und was haben wir hier? 18er? Hier haben wir nochmal 45. Können wir die nicht auch noch hier rein? Das meine ich doch damit. Wisst ihr? Wartet mal, wo ist denn unsere 45er? Hier. Und was haben wir hier noch drin? Eine 18er, die tun wir hier oben rein. Und die 45er lieber hier unten rein. Oder? Ja, doch. So, und die hier rein. Alles. Jetzt haben wir wieder eine und eine. Das ist total verrückt, finde ich. Das mit den 45ern verstehe ich, ne? Ach, schaut hin, jetzt habe ich die aufgefüllt. Die da unten kann ich nicht auffüllen. Verrückt, oder? Das ist verrückt. So, aber egal. Jetzt hätten wir das. So, wir haben noch eine Waffe hier. Heb's mal auf. Mal schauen, was es ist. Ich hab's. Ja. Ach da. Was sind das für eine? Oh, das ist eine ganz andere. Da können wir erstmal gar nichts machen. Lass das mal, wie es ist. So, was Alles ist klar. noch? Hier hätten wir noch eine Packung. Die Frage ist, was haben wir hier für eine Packung? 18er. Ich weiß schon wieder nicht mehr. 18er war doch... Das war's doch, du. Ja. Na dann nimm doch. Mach doch keinen Blödsinn. Ja. Ich weiß immer nicht, ob das Stereoid hat. Oder... Ach nee, das ist eine SMG 18er. Hat die nicht zufällig unser Mad Max? Nee, der hat eine 10er. Danke. Ja, dann... Das mit dem Zweibeiner. Das ist noch was. Wenn wir das... Ach ja, das könnte mir auch noch jemand sagen. Da bin ich echt dankbar dafür, wenn mir sowas jemand sagt, ne? Nicht immer so... Alles klar. So negativ. Ach so, halt. Ja. Wir brauchen den. Jawohl. So, was haben wir denn hier für ein Magazin? Hm. Die brauchen wir doch auch für nix. Ich hab's. Wo ist denn die hin eigentlich? Ja, sei es drum. Egal. Der hat auch noch ein Magazin. Aber wahrscheinlich können wir das alles auch draußen machen, oder? Ach, 19er, warte, dann nehmen wir den anderen. Ja. Ich glaube, das können wir alles auch... Wollen wir es mal probieren? Ordnung. Ob man das auch draußen irgendwie verwalten kann? In diesem Taktikmenü? Ich hab's. Mhm. 9x19. Jawohl. Und das kommt hier oben hin. Schön. Warte mal, wir gehen mal raus. Und vor allen Dingen sollten wir vielleicht mal speichern. Hier das abrauscht. Moment, wir haben eine Mail. Sie haben neue Mails. Was haben wir denn? Bobby Ray. Danke für Ihren Besuch auf unserer Webseite. Haben wir Ihren letzten Besuch Waffen von... Hiermit möchten wir Sie informieren, dass unsere Webseite vorübergehend nicht erreicht... Oh, Moment!
Ja, aber wir haben noch keine Finanzen. Wir schauen aber trotzdem mal drauf. Bobby. Wir müssen erstmal Secondhand schauen. Mehr können wir uns nämlich nicht leisten. Nee, munitionsmäßig. Secondhand-Munition. Wie funktioniert das? Secondhand-Munition, echt? Was fehlt uns denn eigentlich für Munition? Hm, 03. Gebraucht. Gebrauchte Munition? Nee, das ist keine gebrauchte. Hm, 38er? Hm. 45er fehlt uns, ne? Hier. Naja, aber die nicht unbedingt. Da gibt es ja die verschiedensten, ne? Das sind ja unterschiedliche. Seht ihr, Team hat zwei Waffen, die diese Munition verschießen. Ah, das ist schön, dass er das sagt. Ja, das stimmt schon. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen diese hier und diese? Hm. Was kostet die denn eigentlich? Ein Magazin kostet hier praktisch $60. Könnten wir uns sogar mal überlegen, ne? Das sollten wir uns wirklich überlegen. Machen wir vielleicht sogar. Also machen wir nicht vielleicht sogar, das machen wir auf alle Fälle. Gibt's... Achso, Versicherung haben wir noch. Okay. Wir wollten jetzt mal schauen, was mit Gegenständen. Ein Gegenstand ist noch drauf. Ja, dann zeig uns mal die Gegenstände. Wie war das? Ach, hier. Noch ein Magazin. Ein 18er. Wenn ich jetzt das 18er hier nehme und zum Beispiel... Ira gebe? Geht nicht. Und wenn ich jetzt rechts drauf klicke. Nee. Das ist. Nee, kann ich. Kann ich anscheinend nicht, ne? Oder? Oder wartet mal. Wenn ich das jetzt. Doch, das geht. Aber dann mache ich es gleich. Eine 18er. Wartet mal. 18er. War Meltdown, ne? Und die bekommt... Die bekommt... Tatsächlich, das geht. Das ist schön. Dann wissen wir auch das. Dann wissen wir auch das. Jo, dann... Machen wir heute eine kürzere Folge, oder? Weil, wenn ich jetzt hier reingehe, schätze ich, gibt es den nächsten Kampf, wisst ihr? Obwohl, wir könnten auch... Nee, wir nehmen die Folge noch, um uns neu auszurüsten. Also, das heißt jetzt nochmal. Müssen wir nochmal schauen. Also, passt auf. Ich würde ja gerne der Meltdown... Was hat die noch für eine Waffe jetzt hier? Die hat die 45er, ne? Und die schießt so schön aus der Hüfte raus, beidseitig. Obwohl, was hatten die hier noch für eine Waffe? Auch noch. Achso, ja, 245. Was hatte ich hier eigentlich noch für eine Waffe? Aber mit der Waffe ist sie, glaube ich, genauer, richtig? Ja. Deswegen... Hier hat sie nämlich nur eine Genauigkeit von 4. Deswegen gebe ich ihr mal noch 45er Munition. Die kaufen wir ein. Die Frage ist jetzt wirklich unwahrhaftig. Wie viel hat denn eigentlich noch Mad Max Munition? Drei Magazine, ne?
nicht wenig. 10 mm SMG. Könnten wir auch von mir aus noch zwei kaufen, ne? 10 mm SMG. Hm. Eventuell. Mhm. Wir schauen mal, was das kostet. 10 mm SMG. Ach so, halt. Wir können ja hier. Ja, aber wir brauchen 10 mm. Was gibt's da für unterschiedliche Dinge hier? Das ist schon die 10... Nee, das ist die 10 mm. Ist das überhaupt eine SMG? Ach, hier, SMG. Kann der trotzdem auch mit der, weil wir haben gesagt, wir haben eine Waffe? Nee, das nicht. Nee, wir brauchen schon die hier. Was kostet das uns? 51. Bestellen wir zwei. Und pistolenmäßig die 45. Jetzt ist natürlich die große Frage, ne? Welche davon? Es gibt ja tausende von den 45. Get some extra range for this extra rounds. A clip full of sledgehammers turned to 45 a high cap. Hm. 14 rounds. Ja, passt die überhaupt in unser Magazin? Es sieht beinahe so aus, ne? Aber schau mal hin, was ist alles an diesem... Eine Mannstoppwirkung kostet uns 20. Das wäre die günstigste Variante. Dieses Fisch, auch bekannt als Full Metal Jacket, deformiert sich fast nicht, tendiert aber zum Schlingern, im Ziel verursacht furchtbare Wunden. Hm. Ich würde hierhin tendieren, einfach nur wegen Preis. Und die schießt ja... Wisst ihr? Da kann man nämlich ein bisschen was bestellen hier. So 10, 20 Stück. Ja, 20, oder? Kann man so 20 Magazine bestellen. Kann ich die überhaupt tragen? Ja, 20 ist ein bisschen viel, oder? Machen wir 5, machen wir 10, oder? Ja, aber die schießt die ziemlich schnell leer. Dann machen wir 15. Da schauen wir, was es bringt. So, bestellen wir. Was? Liefergeschwindigkeit, Bestimmungsort. Nach Trassen? Das wäre super. Was gibt es da noch einen Übernachtexpress? Am Endbetrag habe ich von 1000? Das ist ja super. Ne? Ach komm, das machen wir jetzt mal. Übernachtexpress nach Trassen. Also hierhin, ne? Das passt schon zu unserem Flughafen, oder? Wir bestellen jetzt einfach. Ist mir jetzt egal. Okay. Okidoki. So. Bestellt. Sei es drum. Gut. So, hier ist jetzt... Hier ist jetzt nichts mehr, ne? So, dann gehen wir schon mal mit unserem Mann... Ach, da war doch jemand, mit dem wir quatschen konnten, richtig? Da war doch irgendjemand, mit dem wir hier quatschen konnten. Ja. Verstanden.
glaube, da oben war irgendjemand. Ja. Hier. Alles klar. Und mal schauen. Wir nehmen unseren Maddie. Hier. Ja, jetzt bleibt er noch stehen. Ist ja noch mehr. Jede Menge, mit der wir quatschen konnten. So. Wir quatschen jetzt. Ich bin Pablo Greco. Was willst du? Keine Ahnung, ich bin mal ein bisschen freundlich hier. Persönlich kann es mir egal sein, wer den Krieg gewinnt. Ich will nur nicht, dass sie noch in der Nähe des Flughafens herumballern. Ja, was? Ich kann ja auch nichts dafür. Wir sind beschossen worden. Wie bitte? Persönlich kann es mir egal sein, wer den Krieg gewinnt. Ich will nur nicht, dass sie noch in der Nähe des Flughafens herumballern. Okay, mit dem können wir jetzt... Was für ein schleimiges Arschloch! Ja, da hast du recht. Wenn Sie auf dem Flughafen zu tun haben, nehmen Sie sich vor Pablo in Acht. Er ist ein Dieb? Moment, wir gehen ganz schnell fort. Ja. Ganz schnell fort. Ein Dieb. In Ordnung. Alles klar. Moment, da ist auch jemand. Alles klar. Maddie? Ich glaube, da ist jemand. Sag mal, ich habe doch gerade jemanden gesehen hier. Ich hab... Ach, der ist im Fenster. Da kommen wir nicht rein, ne? Nee. Okay, ja, wir könnten jetzt natürlich hier aufmachen, aber ich glaube... Gibt's sowas, Tür aufmachen? Ich glaube, das geht gar nicht. Nee. Ja, es geht wahrscheinlich, aber... Was soll das? In Ordnung. Brauchen wir jetzt nicht. Alles klar. So, wir müssen dann in den Süden, glaube ich, nach Trassen. Ach so, apropos Trassen. Ich habe es nach Trassen liefern lassen, na, das Ganze. Aber ich glaube, Trassen ist ja eins weiter unten, wenn ich es jetzt so sehe. Verstanden. Sehr schön. So, und Nummer zwei. Oh, wie schön. Check. Und zapp. So, das nächste Mal geht's nach Trassen. Und wir schauen nochmal draußen hin, ob jetzt eventuell dieser Flughafen in unserer Hand ist. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Weil wir gehen ja jetzt wieder fort. Wo sieht man denn das hier? Warte mal, man sieht hier 82... Ach, hier. Trassen hat 32% Loyalität. Ja, ist die Frage, wo... Wo kommt... Wo kommt jetzt wirklich unsere Munition an? Ich ahne Schreckliches. Über Nacht, ne? Werden vielleicht längere Lieferzeiten, wäre es nicht zu teuer gekommen. Naja, jetzt ist es zu spät, ne? Ich sag ciao, ciao, ciao für heute.